Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Technikvideo hier auf meinem YouTube-Kanal PCobolton. Heute geht es einmal mehr um etwas, was ihr euch vor eure Smartphone-Linse stecken könnt. Richtig, eine Anstecklinse. Allerdings nicht um ein gesamtes Linsenset, sondern um eine einzige Linse. Nämlich um diese hier, die 16 mm Weitwinklinse von Apexel, die mir diese auch zum Testen zukommen lassen haben und gesagt haben, hier, mach mal so ein Video und teste die mal. Danke an dieser Stelle natürlich auch dafür. Inwiefern sich diese doch etwas teurere Linse von den günstigeren Linsensets unterscheidet, die ich bisher getestet habe, und wie es mit der Bildqualität aussieht, das erfahrt ihr jetzt alles in diesem Video. Viel Spaß! Die Weitwinkellinse war aus den vergangenen Linsensets eigentlich immer die, die mich am wenigsten überzeugt hat. Mal sehen, ob es diese hier besser machen kann, zuvor aber nochmal ein schneller Blick in die Verpackung. Denn was hier auffällt, die Linse ist in einem kleinen Hardcase versteckt, welches einen stabilen und schützenden Eindruck macht. Das gefällt mir schon mal sehr gut, denn egal ob man die Linse nun nochmal eben schnell in den Rucksack werfen oder das Case doch lieber mit dem kleinen Karabinerhaken außen an diesem befestigen will, für unterwegs ist man damit auf jeden Fall bestens ausgestattet. In der Verpackung finden sich dann außerdem noch das obligatorische Mikrofasertuch, eine Kurzanleitung und natürlich ganz wichtig der Clip. Eben jener Clip hinterlässt zumindest schon mal einen guten Eindruck. Er sieht optisch gut aus, wirkt stabil und sorgt mit einer relativ hohen Spannkraft für einen festen Halt der Linse am Smartphone. Seine Innenflächen sind außerdem gummiert und das Kameraglas sowie das Display des Smartphones damit gut geschützt. Und aufgrund seiner Größe hat man auch keine Probleme, die Linse an größeren Geräten zu befestigen. Schauen wir aber mal in das kleine Case, denn hier kommt einem nun die eigentliche Linse entgegen, wenn auch etwas lieblos in ein Stück Moosgummi gedrückt. Und beim ersten Anblick war ich echt ein bisschen überrascht, denn für eine Smartphone-Linse hat sie eine ordentliche Größe und bringt dadurch auch ein merkbares Eigengewicht mit, was ich so von den vorigen günstigen Linsensets anders kannte. Versehen ist sie auf jeden Fall mit Schutzkappen für Vorder- und Rückseite, und nimmt man die vordere der beiden ab, fällt einem bei etwas genauerem Hinschauen außerdem auf, dass der Linse ein Polarisationsfilter aufgesetzt wurde. Dieser filtert Lichtwellen einer bestimmten Richtung aus eurem Bild und sorgt somit zum Beispiel für geringere Reflexion oder ein satteres Himmelblau, was in der Praxis auch echt super funktioniert. Bei Bedarf lässt er sich aber auch gegen eine ebenfalls mitgelieferte kleine Streulichtblende austauschen, die verhindert, dass eben jenes Streulicht den Kontrast eurer Fotos mindert oder störende Flares entstehen. Bei den Aufsätzen kann man ja schon fast von Profi-Equipment reden, was mir persönlich echt gut gefallen hat. Genauso übrigens auch wie ihre Verarbeitung, denn Linse, Polfilter und Streulichtblende sind komplett aus Metall gefertigt, was dazu führt, dass sich die Linse dementsprechend gut anfühlt und sie zudem sauber verarbeitet ist. Und die umringende Strukturierung sorgt einerseits für einen gewissen Grip, aber auch gleichzeitig für einen kleinen optischen Touch. Nun aber zur Bildqualität. Bei den günstigeren Linsen hatte ich ja die starke Unschärfe zum Bildrand hin und den teilweise nur schwachen Fotoeffekt bemängelt. Hier sieht es aber etwas anders aus. Der gewünschte Effekt fällt zumindest schon mal ordentlich aus. Die Linse erweitert das Sichtfeld eurer Kamera auf satte 112 Grad, was letztendlich für einen echt sehenswerten Weitwinkeleffekt sorgt und ihr somit merkbar mehr Inhalt auf eure Fotos bekommt. Und auch bei der Bildqualität hinterlässt sie einen guten Eindruck. Durch die Linsenkrümmung ist zwar auch hier wieder der typische Unschärfebereich zum Rand erkennbar, dieser fällt jedoch in Sachen Stärke und Größe vergleichsweise eher gering aus und tritt auch nur am linken Bildrand in Erscheinung. Das Foto hat insgesamt also nicht allzu viel darunter zu leiden und bleibt somit größtenteils scharf. Unter diesen Umständen lassen sich mit dieser Linse echt schöne Aufnahmen machen, und ich finde, man kann sie durchaus als einen echten Mehrwert ansehen. Und der Polfilter bietet euch ja zusätzlich noch die Möglichkeit, eure Fotos nochmal ein kleines bisschen besser aussehen zu lassen. Wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um eine Smartphone-Linse handelt, ist mir in meiner Testzeit eigentlich nichts wirklich negativ aufgefallen, wenn auch hier die Randunschärfe in Maßen noch erkennbar war. Das spiegelt sich dann auch in einem relativ hohen Preis wider, denn knappe 27 € müsst ihr für diese Linse hinblättern. Mir persönlich hat die Linse aber echt gefallen und zudem das ein oder andere schöne Bild beschert. Ich weiß auch nicht, ob man hierbei wirklich noch von einem reinen Spaß-Gadget reden kann oder nicht doch schon von einem vernünftigen Add-on für Smartphone-Fotografen. Ein Weitwinkelobjektiv kann sie natürlich nicht ersetzen, zumindest bringt sie aber den gewissen Mehrwert, den man sich durch eine solche Linse für seine Smartphone-Knipse irgendwie wünscht. Soviel also zur Apexel Weitwinkellinse. Wenn euch die Linse jetzt gefallen hat, dann schaut mal unten in der Infobox, dort ist sie nämlich verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst ihr euch einfach einen Daumen hoch, da würde mich freuen. Ansonsten sind gleich in der Endcard noch die beiden günstigen Linsensets verlinkt, wenn ihr euch die nochmal anschauen wollt. Und wenn ihr Lust auf weitere Technikvideos habt, schaut mal hier auf YouTube auf meinem Kanal vorbei. Und ansonsten hoffe ich, hören und sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.